Hallo, ich möchte mich mal melden und eine Frage beantworten, die mir gestellt worden ist. Und die Frage lautet, wieso heißt eigentlich das Medizinrad Medizinrad? Das ist eigentlich ganz einfach, wenn du dir überlegst, was ist eine Medizin? Eine Medizin ist etwas, wo zur Ganzheit und Heilung beiträgt. Und wenn du dir jetzt überlegst, was hilft dir, ganz zu werden, heil zu werden, dann kann das zum Beispiel eine Weisheit sein, ein guter Rat sein. Es kann etwas sein, wo eine Person dich unterstützt. Und dieser Ausdruck, eben eine Medizin haben, kommt eigentlich eher von den Indianern her, als dass das bei uns so verbreitet ist, gell? Also von Nordamerika. Trotzdem kannst du dich natürlich fragen, also du möchtest für etwas eine Medizin finden. Das heißt, du suchst in einem bestimmten Thema eine Weisheit, einen Rat, eine Unterstützung. Und dabei hilft natürlich das Medizinrad, weil es in seiner Weisheit ganz, ganz viele Fragen beantworten kann und du es in ganz unterschiedlicher Form anwenden kannst als Prozessmodell für deine Persönlichkeitsentwicklung, für konkrete Fragestellungen, für die du zum Beispiel eine Antwort oder eine Entscheidung brauchst. Also es ist enorm vielschichtig und hat also insofern ganz viel Medizin zu bieten. Ein anderer Aspekt ist aber auch, man kann natürlich auch fragen, was ist deine Medizin? Und wenn man fragt, was ist deine Medizin, ist damit gemeint, was bringst du in die Welt? Was ist das, womit du andere unterstützen kannst, womit du die Welt besser machen kannst? Was ist dein Beitrag? Was bringst du ein? Und das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Also da gibt es Leute, die haben einfach ihren Humor oder die machen eine Arbeit, wo sehr hilfreich ist oder irgendeine Begabung, irgendetwas, wo halt speziell auch dir in die Wiege gelegt ist. Und um jetzt zum Beispiel das rauszufinden, kannst du das Medizinrad-Horoskop benutzen. Dieses Medizinrad-Horoskop zeigt dir innerhalb vom Medizinrad, wo hast du sozusagen das Rad betreten, also wo bist du eingetreten in den Jahreskreis. Und anhand von dem kannst du herausfinden, was sind also meine Begabungen, was ist mir in die Wiege gelegt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, was ist für mich eine Herausforderung, also wo gibt es noch Entwicklungspotenzial. Da kannst du vielleicht wiederum die Medizin von jemand anders benutzen oder gebrauchen. Also du siehst, das ist ein spannendes Thema. Und vielleicht magst du dir mal überlegen, was ist deine Medizin, was bringst du in die Welt? Und wenn du das Medizinrad dir herunterladen willst, dann kannst du das auf meiner Website tun, zum Beispiel visiotherra.ch. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.